Hi und herzlich willkommen hier in Jurajkos Staubstube zu einem ganz kurzen Rückblick auf die Polaris 2024, die vom 11. bis 13. Oktober stattgefunden hat. 2024 wieder. Heute ist der 13. Oktober. Ich war gestern einmal Samstag auf der Polaris, das erste Mal. Ich lebe in Hamburg, deswegen wollte ich jetzt ein paar Gedanken teilen. Ich war relativ casual und spontan da und habe auch dort nicht viel gemacht. Aber als jemand, der viele Messen in Deutschland über viele Jahre besucht hat, in die Richtung J-Gaming, alles was da passiert, dachte ich mir, ich möchte euch meine unqualifizierten und uninteressanten Gedanken nicht vorenthalten. Zur Polaris als Erstbesucher. Als Hamburger lag es für mich nahe, einmal zur Polaris zu gehen, auch wenn ich sie in den letzten Jahren noch nicht so auf dem Schirm hatte oder noch nicht so interessant fand. Diesmal wurde mir strengstens dazu geraten, also habe ich gesagt, okay, Dauerticket ist aus, gehe ich am Samstag zumindest nochmal hin. Und ich bin ganz positiv angetan und ganz versöhnlich mit der Polaris. Das ist eine Messe, die etwas größer war, als ich erwartet hätte. Das ist so eine Messe der mittleren Formation, so, also was die mittlere Größe angeht. Das heißt, das ist durchaus eine relevante Messe, finde ich, und nicht nur für Hamburger. So, das ist nicht wie die Nipponcon, die nur in Bremen relevant ist, sondern die Polaris, da sollte man mal hin, wenn man im näheren Umfeld wohnt. Und ich als Hamburger war da durchaus angetan, hatte da meinen Spaß, große Artist Alley, doch überraschend große Hallen dieses Jahr. Sie hat sich ja wohl sehr vergrößert zuletzt im Jahr. Ein durchaus präsenter Gebrauchtmarkt, so für Videospiele, Filme und alles, was so in diese Richtung geht. Den habe ich vorgefunden. Showtechnisch und prominenztechnisch, die Polaris nicht so ganz mein Fall, da das sehr stark von Influencern, Streamern, YouTubern und dergleichen geprägt ist. Das ist nicht ganz so meine Schiene Mensch, die ich mir dann anschauen möchte auf einer Messe. Aber das ist eben auch die Ausrichtung der Polaris. Den Cosplay-Wettbewerb am Samstag, ich glaube, das ist so einer der größten Punkte, den man sich da anguckt, den habe ich mir auch angeschaut. Und der war recht unterhaltsam. Auch ein gutes Niveau, also jetzt noch nicht ganz Konichi-Niveau, aber bei weitem besser als das Desaster, was die Dokumi zum Beispiel als größte Anime-Messe Deutschlands dieses Jahr abgeliefert hat. Also wirklich, war unterhaltsam, war gut. Viele, viele schöne Sachen dabei. Was ich nicht ganz so prickelnd fand, war die Moderation zwischendrin, die das Ganze doch sehr in die Länge gezogen hat mit künstlich interessanten Fragen. Irgendwas ist ja immer, ne? So, aber an und für sich war das so der einzige Punkt, der für mich spannend war am Samstag. Und das ist auch gut, dann so hatte ich Zeit, tatsächlich das ganze Gelände zu erkunden und noch 3 Stunden vor Schließung um 17 Uhr zu gehen. Das war für mich ein versöhnliches Ergebnis, ist in Ordnung. Mehr als einen Tag hätte ich als jemand, der auf so viele Programmpunkte nicht so Lust hatte, nicht gebraucht. Deswegen war es gut, dass ich nur einen Tag da war. Das könnt ihr also einberechnen, wenn ihr noch nicht bei der Polaris wart. Findet ihr die paar Programmpunkte, die da angeboten werden, das sind ja wirklich nicht viele, spannend. Lohnt sich das, da 2 Tage hinzugehen oder sogar, Gott bewahre, ein Dauerticket zu holen? Oder reicht ein Tag? Mir hat einer gereicht und das war in Ordnung. Die Artist Alley war tatsächlich auch ein bisschen größer, als ich noch erwartet hätte. Also das ist eine gesunde und gute Artist Alley, so von der Größe. Da kommt man durch, wenn man sich eine 1,5 Stunden Zeit nimmt. Und das ist in Ordnung. Und das ist nicht so ein Monster wie auf der Dokumi oder auf der Buchmesse Leipzig auch, muss man sagen. Sondern das ist eine Artist Alley, die einem nicht das Leben und das Geld komplett aus dem Körper saugt. Und das, ja, fand ich durchaus begrüßenswert. Ja, dann gab es natürlich auch einen Händlerabschnitt, na, wo die ganz normalen Anime-Figurenhändler, J-Food-Händler, Verlage und dergleichen vor Ort waren. Ich werde nie verstehen, warum man neue Manga, also neuwertige Manga zum Neupreis auf einer Messe kauft. Steige ich nicht hinter. Also das kann ich doch dann auch zu jedem anderen Anlass machen, wenn ich hier schon so viel Geld verliere, dann doch für Sachen, die ich sonst nirgendwo finde. Aber jeder, wie er möchte. Genau, ich habe mir ein paar Sachen auf der Artist Alley gekauft. Die werde ich auch gleich, wie es Tradition ist, einmal reinzeigen, damit ihr seht, was man da so bekommt. Das waren so die Sachen, die mir gefallen haben. Das mache ich zum Abschluss. Was den Einlass angeht, war ich auch sehr zufrieden als jemand, der erst 10.20 Uhr vor Ort war. Für euch als Kontext, 10 Uhr wird die Messe eröffnet und 20 Uhr endet sie am Samstag. Und ich wollte eigentlich schon 9.30 Uhr da sein, hat nicht so geklappt, war ich 10.20 Uhr da und die Schlange ging, wie mir auch schon vom Freitag berichtet wurde, über die ganze Straße bis in den Planten- und Blumenpark, der nebenan ist. Also das war durchaus eine sehr lange Schlange, aber wie es so Tradition ist für mich auf Messen wie der Dokumi oder der Animagic, hat das Line-Jumping gut funktioniert.
Line Jumping ist mein Trademark, habe ich zur Polaris jetzt erfunden, so diesen Term. Genau, und das Line Jumping hat gut funktioniert. Das heißt, wenn man da vor das Messegelände kommt und man sieht diese Schlange vor sich, so, links ist das Messegelände, rechts geht es über die Straße weiter, dann geht man nicht nach rechts über die Straße und stellt sich ganz hinten an, sondern man geht links und stellt sich da irgendwo dazu und ja, taucht dann vielleicht auch unter dem Geländer zwei, dreimal durch und dann hat man sich eine halbe Stunde Lebenszeit gespart und keiner fühlt sich gestört. Das hat gut funktioniert. Das Messegelände an sich, die Hallen der Hamburger Messe, die waren sehr nackt und kalt und es war sehr dunkel, gerade in der Artist Alley. Ich habe da einige befreundete Artists und die fanden es auch sehr kalt und unangenehm. Aber das ist ja vielleicht was, woran die Polaris noch wachsen kann. Genug Platz war da, genug Sitzgelegenheiten waren da, das fand ich alles schön. Es gibt keinerlei Regelungen, was das Essen und Trinken angeht, solange man da nicht mit einem ganzen Riesenrucksack voll Essen ankommt. Es gab keine strengen Regeln, was Taschen und dergleichen angeht. Auch wurden Kontrollen online angekündigt. Die habe ich zum Glück nicht erlebt, aber ich hatte ja auch nur eine große Tüte dabei. Aber selbst das ist laut manchen Messen ja offensichtlich ein gefährliches Gepäckstück. Aber das ist entspannt. Es hat funktioniert. Also ihr könnt da euer Essen mitbringen, euer Trinken mitbringen. Das Messeessen lohnt sich auf der Polaris nicht. Das hat Colin Gable unter anderem festgestellt. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ihr hoffentlich schon vorher hattet. Aber da könnt ihr alles mitnehmen, was ihr so möchtet. Kein Problem. Gut. Abgesehen davon, ja, wie gesagt, Messehalle ansonsten übersichtlich. So. Es gibt da die zwei Messehallen, dann gibt es ein kleines Außengelände, wo man ein bisschen Dokumi-Vibes bekommt. Das sieht dann ähnlich aus. Und dann gibt es die anderen zwei Messehallen, die sehr schön gestaltet waren. Also dieser Gaming- und Retro-Bereich. Das war ganz cool aufgebaut, also da können sich einige andere Messen noch eine Scheibe von abschneiden. Und ja, dann ist man, wenn man sich wirklich alles haargenau angucken möchte wie ich, dann ist man so nach 3-4 Stunden durch, so wenn man es ordentlich machen möchte. So. Und dann ist es okay, dann reicht ein Tag. Gut, ja, was Cosplayer angeht, viele coole Cosplayer tatsächlich dabei, also auch mehr als ich erwartet hätte, nicht nur was Cosplay angeht, sondern auch was Cosplays, die mir persönlich gefallen oder die ich hochwertig fand, die ich aufwendig empfand, waren viele dabei. Starkes Niveau, also auch da ist die Polaris, finde ich, durchaus relevant, na, also dafür, dass ich das erste Jahr diesmal da war und letztes Jahr schon mal davon gehört hatte, aber noch nicht das so auf dem Schirm hatte, ist das doch eine Messe, die an Cosplay, an Artists, an Größe, an angenehmer Stimmung und so doch wirklich einiges mit an den Tisch bringt. Das heißt, man kann nicht länger behaupten, im Norden gibt's nichts, was Jameson angeht. Ich finde, die Polaris hat trotz ihrer Ausrichtung auf Social Media, auf Influencer und Gaming, es ist doch eine relevante J-Messe auch mit. Jetzt komme ich aber endlich mal zu den paar Sachen, zu denen ich mich habe hinreißen lassen, sie zu kaufen. Wie immer mit Artists, wenn es mir denn möglich ist. Eingeblendet wird sowieso. So, in ganz unchronologischer Reihenfolge. Einmal dieses wunderbare Stück. Ja, dieser Neon-J-Style, der jetzt in den letzten ein, zwei Jahren so aufploppt, dem sich manche Artists verschrieben haben, der sieht irgendwie auch immer gut aus, ne? Das ist hard to fail. So. Wunderschön. Und von, ich zeig das mal hier rein, ne? Elora Paul Drat, völlig falsch ausgesprochen, hundertprozentig. So. Ja, Ovakita, das kriege ich noch hin. Danke. Da lässt er alles fallen. Okay. Ich bin beautiful. Jetzt wisst ihr es. Jetzt habt ihr den Beweis. So. Sagt zumindest Viviane Valenta. So. Und die muss es ja wissen. Denn sie hat mir diese wirklich fantastischen und verboten niedlichen Pokémon verkauft. Gab auch noch viele andere, aber ich habe natürlich nur die besten und höchstklassigsten Pokémon erstanden. So, also wenn das nicht jedes Geld der Welt wert ist. Sogar Dragonier und Shiny Dragonier. Das sind so die Underdogs, ne? Und wenn die Underdogs verkauft werden bei Artists, wisst ihr, das sind gute Artists. Das ist kein Glurak, das ist kein Pikachu. Das ist kein Turtok, das ist ein Smogon, ein Blushing Smogon. Wunderschön.
absolut hochklassig. Hochklassig ist auch definitiv eine Künstlerin, die ich auf der Hamburger Comicmesse, ein ganz kleines Ding in der Fabrik Hamburg, dieses Jahr im April schon gesehen habe. Da konnte ich aber noch nicht viel bei ihr erstehen. Aber diesmal hat es geklappt. Und sie nennt sich Hünisart. Hünisart. So. Auch diese ganz fantastische Tüte habe ich da mitbekommen. Ja, genau. Mhm. Hat mir geholfen, meine Messeeinkäufe zu transportieren. Schöner Gratis-Sticker. Einfach vollkommen niedlich. You will get through this. Habe ich lieber als einen Kalender mit Inspirational-Sprüchen. Das ist mehr mein Vibe. It's okay. Everything will be okay. Das ist einfach nur schön. Das ist die Art von Schönheit, die ich bevorzuge. Das ist einfach toll. Sometimes all it takes is one step at a time. Und auch das ist die richtige Menge an Motivation. Und ich wollte eigentlich nur 3 Karten nehmen. Aber dann gab es noch, dann hat sie mich darauf hingewiesen, dass ich doch eine geschenkt dazu bekomme, wenn ich 3 nehme. So hätte ich sonst gar nicht gewusst. Vielen Dank. Deswegen gibt es ja auch noch, if life is tough, take a bath. Fantastisch. Gut. Ein Pin des besten Pokémons des Universums. Aha. Ja, Webcam. Jetzt möchte Webcam. Hallo. 3 €. Das waren wahrscheinlich die besten bestinvestierten 3 €, die ich in den letzten 10 Jahren investiert habe. Von diesem Herrn habe ich noch nichts kaufen können, aber er erschafft köstliche Kunst. Müsst ihr mal reinschauen. Also da möchte man direkt ins Papier beißen. Da werde ich auch noch mal gucken, was man da nicht alles noch mitnehmen kann. Hachiu. Mhm. Steht auch ein kleiner Witz, handgeschrieben hinten drauf. Joke of the day. Was hüpft übers Feld und raucht? Ein Kaminchen. Ja, bleib vielleicht lieber beim Zeichnen, mein Freund. Was definitiv mein Day gemacht hat, ist dieses großartig kreative Werk. Das ist eine Karte von Hamburg im Super Mario World Style. Pixelized. Also, das war gar keine Frage, ob ich das mitgehen lasse. Das ist einfach, also die Ästhetik mit den Farben, mit dieser Halloween-Ästhetik spricht mich komplett an. Dann eine Karte von Hamburg zu haben und das auch noch im Super Mario World Style, also das ist, glaube ich, mit einer meiner Messegewinner. Hammer! Gab's auch noch von einigen anderen Städten. Unbedingt mal vorbeischauen, auch die Karte ist ein kleines Kunstwerk. Stark. Ganz, ganz stark. Danke, Stefanie. Ebenfalls stark sind diese Werke. Als Pokémon-Verehrer hat man hier was davon, von Crystal. Ganz viele Details drauf, kann ich euch jetzt hier nicht zeigen. Kann man dann auch mal auf Instagram nachgucken beim Künstler. So, aber das sind meine Lieblingsgenerationen. Abgesehen von Schwarz-Weiß, aber die waren leider nicht verfügbar. Aber ansonsten ganz viele Generationen mit diesen Artworks verfügbar bei Percy Chan. Wunderbar. Gab's in, also das ist jetzt A4, gab's in A3 auch als Brillantdruck mit glänzenden Elementen. Da war hier alles vergoldet und dergleichen. Werde ich mir vielleicht auf der Max Berlin gönnen, denn da wird Percy Chan auch nochmal sein. Max Berlin. Ihr wisst Bescheid. Gut, das war alles Relevante. Ich habe beim Glücksrad für 4 € eine verdammte Postkarte gewonnen. Just my luck. Genau, und dann habe ich den schweren Fehler begangen, diesen Sticker bei dieser Künstlerin zu erstehen. Sumia Illustrations. Habe ich für 3 € erstanden, ist auch ein ganz schönes Stickerchen, aber ich wusste natürlich nicht, was für ein miserabler Mensch hinter dem Sticker steckt und da er hinter dem Stand saß. Ganz
arme, traurige kleine Persönlichkeit, die es nötig hat, sich online über andere KünstlerInnen auf der Polaris unter anderem auszulassen, um ihr eigenes kleines Selbstwertgefühl ein bisschen weiter aufzubauen. Schwach, ganz schwach. In diesem Sinne, pfui. Gut. Das haben wir abgehakt. Die Polaris war für mich eine echt coole Sache. So, das war ein gut investierter Tag. 35 Euro habe ich dafür ein Tagesticket bezahlt. Nicht besonders günstig, aber zugestanden hat man auch einiges dafür bekommen. Wobei, wenn man den Cosplay-Wettbewerb wegnimmt, ist es vielleicht auch nur ein glorifiziertes Shopping-Mall gewesen. Aber damit macht man es sich schon ein bisschen einfacher. Es war schon ein schönes Erlebnis, die Cosplayer haben mir Spaß gemacht. Es war für mich eine sehr gute Entscheidung, meine Kamera zwar mitzunehmen, damit ich zum Beispiel einen Cosplay-Wettbewerb aufnehmen kann, aber sonst gar nichts zu machen. Also keine Cosplayer zu fotografieren, nichts, sondern einfach mal casual zu sein. Denn die Max Berlin wird für mich genug Arbeit wieder hergeben und die Konichi hat Arbeit hergegeben. Und einfach mal so einen Tag da zu sein und durchzulaufen und die Cosplayer zu bewundern, aber nicht anzusprechen, ist auch mal schön. Auch mal, kann ich nur empfehlen, einfach mal so durchzuziehen und zu entspannen. Cool. Ja, weitere Gedanken, die mir jetzt vielleicht direkt nicht einfallen, werde ich jetzt schon hier überall eingeblendet haben. Es war eine gute Sache, ich kann die Polaris nur empfehlen, wenn man mit den richtigen Erwartungen rangeht. Danke, dass ihr zugehört habt und dann bis zur Max oder so. Ciao, garantiert geistlos.